22. März, 21.14 Uhr, Hotel Gatewater, Corridas Hotelzimmer. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringray. Die Pause war unplanmäßig länger als gedacht, allerdings habt ihr es beim letzten Mal gehört. Meine Stimme war so ein ganz klein bisschen weg und ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um mich tatsächlich wieder zu erholen. Mittlerweile geht es wieder, worüber ich sehr froh bin, und dementsprechend kann ich meine ganzen Projekte jetzt fortführen, wie eben auch Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All, und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir machen einfach mal genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es ist schon nach 21 Uhr, nicht wahr? Ich frage mich, ob Herr Edgeworth die mystische Maya schon gefunden hat. Dafür braucht man Zeit. Ich würde sagen, wohl eher nicht. Die Polizisten sind Profis, Pearls. Sie werden sie finden. Mach dir keine Sorgen. Und wenn wir morgen einen Freispruch erwirken, dann wird eh alles okay sein. Sie haben recht. Jo, ich finde auch, dass ich recht habe. Warum guckt ihr jetzt wieder so bedröppelt? Ich weiß es nicht. Reden wir doch einfach mal mit dir. Derjenige, der Herrn Corrida tatsächlich umgebracht hat, war... Dieser Killer. Herr Shelley, der Killer, richtig? Und die Karte, die Frau Andrews am Tatort gefunden hat, scheint das zu belegen. Aber wenn das der Fall ist, stellt sich eine neue Frage. Wer hat denn der Killer überhaupt angeheuert? Wer ist sein Auftraggeber? Sie meinen... Wer hat den Mord in Auftrag gegeben? Diese Person wollte sich die Hände nicht selbst schmutzig machen. Aber wer auch immer der Auftraggeber ist, ist dennoch ein Mörder. Wer könnte den Killer denn angeheuert haben? Glauben Sie, dass es Frau Andrews war? Weiß ich nicht. Aber wenn sie die Auftraggeberin war... Warum hat sie das Messer dann selbst in die Leiche gesteckt? Aber wenn Frau Andrews nicht die Auftraggeberin war, dann... Nein, das kann nicht sein. Mad on Guard selbst? Wenn Herr on Guard wirklich den Killer angeheuert hat... Dann ist er überhaupt nicht unschuldig. Im Gegenteil... Er wäre schuld an dem Mord. Aber es kann doch nicht Herr on Guard gewesen sein, oder? Ich meine, als wir das erste Mal mit ihm sprachen. Herr on Guard, ich würde Ihnen gerne noch eine weitere Frage stellen. Haben Sie Herrn Juan Corrida ermordet? Na gut. Nur damit das zwischen uns ganz klar ist, Alter. Ich habe niemanden ermordet. Auch Juan Corrida nicht, okay? Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine psychischen Blockaden gesehen. Allerdings, das erinnert mich... Ist Ihnen etwas eingefallen, Herr Nick? Ja, etwas, das Frau Andrews beim heutigen Prozess gesagt hat. Etwas Interessantes. Was ist also diese interessante Sache? Ach, das stimmt. Du hast es ja nicht gehört, oder Pearls? Juan hatte dieses Jahr alles auf den Mini-Ninja gesetzt. Und wenn er den Grand Prix verloren hätte, er wollte sicher gehen, dass Matt gemeinsam mit ihm untergeht. Das war sein Plan. Allem Anschein nach wusste er von einem finsteren Geheimnis, dass Matts Schauspielkarriere beendet hätte, wäre es ans Licht gekommen. Herrn on Guards Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis? Das weiß ich noch nicht. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass Herr Corrida dieses Geheimnis verraten wollte. Das bedeutet... Herr on Guard hatte ein echtes Motiv, Herrn Corrida zum Schweigen zu bringen. Wir müssen uns mit Herrn on Guard treffen. Das lässt sich nicht mehr vermeiden. Alles klar. Es deutet ja irgendwie vieles auf ihn hin und eigentlich, ich glaube, selbst zu diesem Zeitpunkt, Phoenix selber will es eigentlich nicht so richtig wahrhaben, was da unter Umständen abgehen könnte, denn
Man muss sich das mal vor Augen führen. Aber das machen wir vielleicht später, wenn es dann soweit ist. Wir brauchen solche Sachen jetzt nicht unnötig schon zu Beginn vertiefen, finde ich. 22. März, Hotel Gatewater, Flur. Wow, es ist schon richtig spät, nicht wahr, Herr Nick? Ja, es ist schon nach 21 Uhr. Aber wir müssen noch einiges für den Prozess morgen vorbereiten. Da ist noch die Sache mit Ongards Geheimnis, das Herr Corrida kannte. Und Frau Andrews wahre Absichten. Das muss ich heute Abend noch klären. Aber ist die Besuchszeit in der Strafanstalt nicht schon längst vorbei? Ich bin mir sicher, dass uns etwas einfällt, Pearls. Keine Sorge. Jo, irgendwas. Zur Not brechen wir halt ins Gefängnis ein. Oh ja, macht sich immer gut. Besonders das Anwalt, glaube ich. 22. März, Hotel Gatewater, Veilchensaal. Hey, halt! Was ist denn, Jungchen? Ich weiß nur, dass nichts, was mit dir zu tun hat, jemals gut ist. Genau wie jetzt. Mir wurde dieses komische Gerät gegeben. Wer weiß schon warum. Und mir wurde gesagt, dass ich damit das ganze Hotel absuchen soll. Das ist der Wanzendetektor, nicht wahr? Gamschuh hat ihn gebaut. Weiß ich nicht. Und ehrlich, das interessiert mich nicht. Aber die Bitte kam von Edgy. Edgeworth? Und er sagte... Wenn Sie sauer sind, richten Sie Ihren Zorn auf den ungehobelten Anwalt. Also nehme ich mir die Freiheit, all meinen Zorn auf dich zu richten. Mann, schönen Dank auch, Edgeworth. Bist mir ein toller Kumpel. Seit wann sind wir Kumpel? Egal, so. Das ist absolut strengstens geheim. Behalte es also unbedingt für dich. Ich habe gehört, dass in einem der Geschenke eine versteckte Minikamera gefunden wurde. Sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass sie... Du weißt schon, der arme Juan sollte damit mitten in einem skandalösen Treffen erwischt werden. Skandalös? Was ist das? Es bedeutet... Nun, du weißt schon, die Gerüchte, die über meinen Juan im Umlauf waren. Ach, Sie meinen diese Sache mit Frau Andrews? Aber ich bin mir sicher, dass sie einen Grund hatte, sich Herrn Corrida anzunähern. Ich verrate dir noch ein Geheimnis, Jungchen. Ich weiß, wer die Kamera installierte. Das war diese widerliche, wattehaarige Fototussi. Manche Leute haben Nerven. Spioniert einfach den Leuten nach, als ob ich das nicht auch sehen möchte. Wow, das Alien hat tatsächlich mal seine wahren Absichten zugegeben. Ich weiß ja nicht, was du genau denkst, aber ich wette, es ist nichts Gutes. Aber ich habe doch gar nichts gesagt, aber gedacht, Phoenix, mach's nicht kompliziert. Du möchtest also etwas über Juan und diese Managerin erfahren, richtig? Soviel ich gehört habe, waren die beiden ein erfrischendes Pärchen. Oh? Ich sage dir, Juan hat diese Managerin mit offenen Armen empfangen, hieß es. Diese Managerin? Von wem sprechen Sie denn? Pearls, mach bitte auch du es nicht kompliziert. Das weißt du nicht? Juans Managerin. Es ist allerdings eine Schande, dass sie sich umgebracht hat. Ach so. Okay, nee. Vergiss meinen Einwand von eben, ist egal. Ach, Sie sprechen von Frau Celeste Inpex, Frau Andrews Mentorin, oder? Ja, ja, genau um die geht's. Dieses Mädchen, Celeste, sie sollte heiraten, weißt du? Heiraten? Sie meinen Herrn Corrida? Ah, also wirklich, die jungen Leute von heute wisst ja gar nichts, oder doch? Dieses Mädchen, Celeste, brachte sich 3 Tage nach Bekanntgabe der Hochzeit um. 3 Tage nach der Bekanntgabe der Hochzeit? Was zur... Warum wollte Frau Inpex sich denn umbringen? Sie wollte doch heiraten. Nun, das lag daran, dass... Juan sie hat fallen lassen, verstehst du? Was? Aber sie wollten doch heiraten, oder? Sie haben sich doch ein Versprechen gegeben. Es gab eine große Verlobungszeremonie, aber 3 Tage später sagte Juan plötzlich die Hochzeit ab. Stimmt das?
Es stand in den Wochenzeitschriften. Aber warum? Warum hat er das getan? Das stand leider nicht in den Zeitschriften. Verstehe. Am Abend, nachdem Juan die Hochzeit absagte, brachte sich die Managerin Celeste um. Wie schrecklich. Ich frage mich, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Sie hat sich also, okay, die beiden wollten heiraten? Und Juan hat sie aus welchen Gründen auch immer fallen lassen. Ist ja mal interessant. 22. März, Hotel Gatewater, Lobby. An jenem Abend müssen mehrere hundert Menschen hier gewesen sein. Ich denke, die Polizei ist jetzt mit den Vernehmungen und Ermittlungen fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Lage in der Lobby endlich etwas beruhigt. Gut zu wissen. Aber dann können wir hier nichts machen. Was irgendwie doof ist. So, wo gehen wir jetzt überall hin? Keine Ahnung. Am besten tatsächlich überall hin. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, offen gesagt, was ich alles triggern muss. Deswegen gucken wir einfach mal. 22. März, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Sieht nicht so aus, als wäre Herr Gammel-Inspektor hier. Nun, er klappert mit dieser Kamera alle Elektrogeschäfte ab und stellt Fragen. Dann werde ich ihm zum Abendessen einen Salat machen. Sieht aus, als wüsste Pearls wirklich zu schätzen, was Gumshoe für uns tut. Herr Nick? Ja? Wo ist der Kopfsalat? Ich glaube nicht, dass ich schon jemals Kopfsalat gekauft habe. Könnte original ich sein, aber egal. Ach, dann muss ich das mit dem Salat wohl sein lassen. Ohne Kopfsalat könnte das sonst problematisch werden. In der Tat. Gut, egal. Also kein Kopfsalat für Gumshoe, aber ist jetzt vermutlich auch nicht so wichtig. Gehen wir mal in die Kriminalabteilung. 22. März. Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hier ist eine gewisse Spannung zu spüren, nicht wahr, Herr Nick? Ja, allerdings. Ich frage mich, ob etwas passiert ist. Sie sind doch der Anwalt von Herrn Engarde, richtig? Ach, ja, genau. Nun, wir haben endlich die gesuchte Person gefunden. Den entscheidenden Zeugen. Einen entscheidenden Zeugen? Sie meinen im Fall von Herrn Engarde? Wir nehmen gerade die Zeugenaussage auf. Die bekommt Herr Edgeworth. Was hat Edgeworth denn jetzt vor? Wer ist dieser Zeuge? Ich glaube, Sie kennen diese Person ganz gut, Herr Anwalt. Herr Nick? Erst die Forderung des Entführers und jetzt das. Wie soll ich da gewinnen? Oh ja, Herr Edgeworth wollte, dass ich Ihnen etwas ausrichte. Ach ja? Obwohl die Besuchszeit der Strafanstalt schon längst vorbei ist, wollte er, dass ich Ihnen eine spezielle Genehmigung erteile. Also gehen Sie schon. Hä? Ich habe dort schon angerufen, damit Sie Bescheid wissen. Gehen Sie und reden Sie so lange, wie Sie möchten. Vielen Dank. Das sind richtig gute Neuigkeiten, Herr Nick. Reden Sie so lange, wie Sie möchten? Das klingt so, als wäre sich die Polizei sicher, dass sie den Prozess im Sack hat. Was wiederum schlecht für uns wäre, aber okay. Gut, ja, dann gehen wir spaßeshalber doch einfach mal in die Strafanstalt und gucken, was wir dort herausbekommen können. 22. März. Strafanstalt, Besucherraum. Ich bin mir sicher, dass Frau Andrews inzwischen hergebracht wurde. Das heißt also, dass jetzt Herr Engarde und Frau Andrews in dieser Strafanstalt sind. Nun denn, wessen Geschichte möchte ich hören? Wir hören uns zunächst mal die Geschichte von Adrian an. Und Matt kommt danach. Wobei es, glaube ich, relativ egal ist. Ach, Sie sind's. Tut mir leid, dass ich Sie noch zu so später Stunde besuche. Aber es gibt einige Fragen, die ich Ihnen unbedingt noch heute Nacht stellen muss. Mir? Ich dachte, Ihr Mandant wäre Matt. Ich bin mir sicher, dass Frau Andrews etwas weiß. Sie muss etwas über Engardes Geheimnis wissen, das Corrida kannte. Na gut, mal gucken.
Ich würde Sie gerne etwas zum Mad on Guard fragen, wenn es Ihnen recht ist. Herr Wright, Sie kennen es immer noch nicht. Sein wahres Ich, meine ich. Sie scheinen gegenüber Herrn on Guard sehr negativ eingestellt zu sein. Wenn das der Fall ist, warum sind Sie dann seine Managerin geworden? Und warum sind Sie eine intime Beziehung mit seinem Rivalen eingegangen? Das hat mit diesem Fall gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Okay, dann halt nicht. Zu Frau Celeste Inpex? Ich hatte ihren Tod endlich überwunden. Und nun ist dank Ihnen wieder alles an die Oberfläche gekommen. Tut mir leid. Ja, ich war von ihrem Selbstmord total geschockt. Und als ich von dem Gerücht hörte, dass Juan derjenige war, der ihren Abschiedsbrief versteckt hat, begann ich mich ihm anzunähern. Ich wollte ihren Abschiedsbrief zurückhaben und ihn verbrennen. Sie wollten ihn verbrennen? Aber warum denn das? Ich wollte nicht, dass er verbreitet wird, wie irgendein Gerücht. Aber ich habe nie irgendwelche Mordabsichten gegen Juan gehegt. So etwas Dummes würde ich niemals tun. Der Abschiedsbrief, hä? Ich frage mich, was wohl darin stand. Warum wollten Sie Herrn on Guard dem Mord anhängen? Das ist einfach. Weil er der Mörder ist, deshalb. Ist es nicht die Pflicht eines jeden braven Bürgers, die Polizei zu informieren? War ein bisschen mehr als informieren, aber egal. Aber es hätte doch einen anderen Weg geben müssen. Die Polizei macht ihren Job doch ganz ausgezeichnet. Sie hätte es herausgefunden, oder? Ja, die sind so gut, dass sie nicht mal den wahren Grund für den Tod von Celeste fanden. Frau Andrews. Nun, ich weiß, dass Sie nichts grundlos tun würden. Also sagen Sie mir bitte, warum Sie es getan haben. Rache. Hä? Haben Sie nicht gerade etwas gesagt? Eine psychische Blockade, hä? Verstehen Sie es denn immer noch nicht? Sie sind nicht mein Anwalt. Um ehrlich zu sein, Sie sind wohl eher mein Feind. Aber ich bin mir sicher, dass Frau Andrews gerade sagte, Rache. Momentan, und in der Hinsicht spoilere ich euch sicherlich nicht, momentan können wir allerdings diese psychische Blockade noch nicht lösen, weshalb wir erstmal wieder zurück in die Kriminalabteilung gehen und dort irgendwas Neues finden anscheinend.